Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Balkon, obwohl es gerade ziemlich frisch ist. Deswegen weiß ich auch nicht, warum ich nur ein T-Shirt anhabe. Ich mag T-Shirts. Ich mag es auch nicht, in der Wohnung im Pullover rumzulaufen. Ich mag T-Shirts. Tragt ihr zu Hause Pullover oder T-Shirt? Ich finde, es muss schön terrariumwarm sein in der Wohnung, sodass man im T-Shirt rumlaufen kann. Ich habe eine sehr geringe Toleranzschwelle, was Temperaturen angeht, muss ich sagen. Aber wir wollen uns eigentlich das hier anschauen. Die neuen Rana Gnocchi mit Kiri und mit Carbonara. Ja, gab es bei Lidl in Aktion, eine Packung 1,79, regulär kosten die so 2,50, 2,60 um den Dreh. Und mit Kiri ist natürlich eine ziemlich geile Sache. Interessanterweise muss man überlegen, wenn jetzt nur Frischkäse draufstehen würde, würde es keiner kaufen, weil Kiri draufsteht, kauft es jeder. So wie auch die Foodblogger-Trottel. So funktioniert das eben mit Marketing. Kiri, ja, ist ganz gut. Ich persönlich bevorzuge weiterhin Buko. Der würde hier vermutlich komplett wegfließen. Kiri ist ja so ziemlich abgebunden, ist ja sehr kompakt, dicht. Gibt es übrigens auch in Japan, habe ich auch dort schon mal gesehen. Interessanterweise, vielleicht kommt er sogar ursprünglich aus Japan. Der Name Kiri klingt irgendwie zumindest nach Japan. Und die Sorte Carbonara muss direkt auch mitprobiert werden mit Schinken und Ei. Wir gucken mal genauer drauf, was drin steckt. Viel Spaß. Ich finde übrigens allein die Packungen schon sehr ästhetisch. Ja, wie gesagt, neue Sorten gefüllt mit Carbonara. Was ist denn hier drin? Wir haben hier, was macht diese Gnocchi so lecker? Die großzügige Carbonara-Füllung, das werden wir gleich überprüfen. Ein typisches Rezept aus Speck, Pecorino Romano, GU, Käse und Eiern. Wenn Pecorino Romano wirklich drin ist, sehr, sehr gut. Statt Speck gehört da aber theoretisch Pancetta rein, laut italienischen. Aber das lassen wir hier gelten, Käse und Eiern und nicht Sahnesoße. Wir machen sie gleich in eine Pfanne. Die Nährwerte habt ihr hier unten, das ist klar soweit. So sieht es dann aus. Dazu kann man sich natürlich noch was eine Soße machen. Wir probieren die natürlich pur. Das hier sind die Zutaten, da dürft ihr gerne pausieren. Wir haben 30% Füllung, in der ist Ricotta drin, was dann wiederum gar nichts mit Carbonara zu tun hat. Dann ist irgendwann mal Sahne drin, was auch nichts mit Carbonara zu tun hat. Und dann ist da 14% Speck drin von der 30%igen Füllung, also nicht insgesamt. Molkenpulver drin, Pflanzenfasern zum Abbinden, Paniermehl ist drin, okay, auch zum Abbinden. Viele andere, ein bisschen Pecorino Romano, 6% von den 30%. Ei ist drin. Wasserstärke und Aromen sind auch noch drin. Ja, das Ganze vermute ich dann direkt aus Italien. Und bei der Sorte Kiri, was haben wir hier besonders drin? Die leckere cremige Füllung mit Kiri-Käse, die die ganze Familie schmeckt. Das werde ich gleich auch überprüfen. Die Nährwerte habt ihr hier. Und hier habt ihr die Zutaten. Auch hier wieder 30% Füllung mit 43% Kiri-Frischkäse, aber auch Ricotta zugesetzt. Auch wieder Maisfasern zum Abbinden, ne? Das soll halt nicht rausfließen, soll irgendwo da drin bleiben. Paniermehl, Kartoffelflocken, alles zum Abbinden. Und Aroma ist aber leider auch hier an dieser Stelle drin. So sehen sie jetzt aus. Schön aus der Pfanne mit ein bisschen Butter geschwenkt und goldbraun angebraten. Ja, riecht sehr gut. Ich finde die Größe auch sehr passend. Man sieht irgendwie so ein bisschen handgemacht aus mit diesem Zipfel hier, wobei das wahrscheinlich auch aus der Maschine kommt. Aber ich finde, die sehen so wirklich sehr, sehr schön aus. Schöne Farbe, schön goldgelb, leicht knusprig. Anbacken konnte man sie, also das ist wirklich eine ganz feine Sache. Wir wollten natürlich wissen, wie sie von innen aussehen. Also das hier, das sind die Kiri. Da schauen wir jetzt mal rein, wie sie aussehen. Ich versuche sie mal mit Messer und Gabel, die mal so aufzuschneiden. Das macht man ja regulär nicht. Ach, oder sind das die Carbonara? Ich muss mal kurz bei dem anderen hier gucken. Ups, vielleicht habe ich die Teller vertauscht. Ja, ich sag ja, das hier sind die Carbonara und das hier sind die Kiwi, habe ich von Anfang an, Kiri, habe ich von Anfang an gesagt. So sehen sie aus von innen. Ich finde wirklich so vom Verhältnis der Füllung sieht das soweit eigentlich ganz gut aus. Ne? Ist außen nicht zu dick und das ist ja auch lecker, der Teig, also ist ja nicht so, dass das nicht schmeckt. Und innen drin dann hier die Füllung, man sieht, dass das so ein bisschen abgebunden ist, das rutscht da nicht raus oder so. Und die Kiri, die haben wir jetzt hier. Auch hier sieht es ähnlich aus, hier ist die Wand mal ein bisschen dicker, einfach so ein bisschen heller die Füllung, frisch Käse dann eben drin. Ich finde auch hier passt die Optik durchaus. So, ich bekomme hier gerade schon die ersten Regentropfen ab. Bevor ich gleich wegfliege, müssen wir natürlich hier die Gnocchi probieren. Also, Carbonara als erstes. Vom Geruch tatsächlich eine leichte Schinkennote, sehr angenehm. Auch eine leicht butterige Note durch die Pfanne. Wenn ihr jetzt natürlich ein Pflanzenöl nimmt, riecht es natürlich nicht butterig. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ein bisschen Butter zu nehmen. Vor allem dieser rauchige Geruch. Ich kann mir vorstellen, dass aber auch Raucharoma drin ist, weil so viel Raucharoma kommt, glaube ich, nicht von den 6% Speck, die drin sind. Oh ja. Sehr lecker. Versuche nochmal so einen hier so
durchzuschneiden. Das hat nicht ganz geklappt. Dann nehmen wir den hier. Also es hat wirklich eine rauchige Note. Innen in die Füllung, man schmeckt so ein bisschen, dass es abgebunden ist. Es ist so ein bisschen bröselig, sage ich jetzt mal. Und jetzt nicht wie so purer Frischkäse oder purer Ricotta, sondern so ein bisschen bröselig, grieselig. Aber wie gesagt, eine schöne Schinkennote. Außen, je nachdem, nach den Bratskills, ein bisschen knuspriger. Der Teig selbst ist aus Kartoffeln. Der ist schön soft. Oh ja, es regnet. Oh, ist mir kalt. Ja, ganz so schlimm ist nicht, wobei eigentlich schon. Aber egal. Die schmeckt mir schon mal sehr gut. Als Soßenempfehlung, ich persönlich würde sowas wirklich in eine Pfanne machen, bisschen Butter rein oder einfach so ein bisschen Sahne in die Pfanne kippen, dass man wirklich nur so Sahne auf den Gnocchis hat und das dann so essen. Wenn man so eine Tomatensauce so drauf hat, ist das wirklich too much. Oder so ein bisschen Sahne, ein bisschen Zwiebeln braten, einfach nur Zwiebeln oben drauf oder selber noch ein bisschen Speckwürfelchen dazugeben und dann sind die perfekt, würde ich sagen. Wir kommen zu den Kiri-Gnocchi. Oh, erstmal riechen. Ja, die haben keinen Hintenaroma. Auch hier schmeckt man so ein bisschen dieses abgebundene. Gut, das muss halt irgendwo sein. Und ja, eine frischkäsige Note. Hier seht ihr sie. Was mir sehr, sehr gut gefällt ist, wenn man sie außen schön knusprig brät, da hat man dieses etwas, das ist positiv gemeint an der Stelle, etwas Gummiartige der Gnocchis selbst und dann diese weiche Füllung hat so knusprig Gummifüllung, so schön vom Geschmackserlebnis. Vermutlich könnte kein Schwein auf der Welt sagen, ob da Kiri drin ist oder ein anderer Frischkäse, wenn er es nicht weiß. Schmecken gut, ist für mich aber nur eine Frischkäsefüllung, die halt einfach schmeckt. Und hier würde ich auch einfach so ein bisschen vielleicht in so eine Sahnesoße oder die selber nochmal so einfach in eine Pfanne und dann nochmal einen Klecks Frischkäse, am besten Buko, oben drauf und das nur so in Frischkäse schwenken und so dann essen. Richtig, richtig geil, glaube ich. Dann würde man dem Ganzen auch noch so ein bisschen Feuchtigkeit geben. Denn wie gesagt, diese Füllung innen drin, die sind recht, die sind halt nicht, das ist irgendwo cremig, aber eben halt auch dieses Abgebundene. Meiner Meinung nach hätten sie ein bisschen weniger Bindemittel vielleicht nehmen können, hätte ich geiler gefunden. Und für mich ist tatsächlich die Sorte Carbonara hier der Sieger. Das ist natürlich die Marke, das zieht im Regal, wird sich bestimmt öfter verkaufen als das, zumindest in der Anfangsphase, spätestens bis die Leute rausgefunden haben, dass die hier zumindest meiner Meinung nach leckerer sind als die hier. Aber die hier schmecken auch und für 1,79 kann man da absolut nicht meckern. 280 Gramm sind drin, das reicht für so zwei Portionen mit so Beilagen dazu, also als Beilagen, nicht als Hauptgericht, dann ist vielleicht gerade mal eine pro Beutel. Ja, aber auf jeden Fall gar nicht verkehrt. Und ihr dürft mir eure Meinung zu diesen Produkten gerne in die Kommentare schreiben. Würdet ihr sie kaufen? Was kauft ihr gerne von Rana oder andere Fertigpasta-Gerichte? Ich bin gespannt, wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Und ja, ich weiß, der Krankenwagen. Hier, bitte. Krankenwagen.